Ja, herzlich willkommen zum Fazit zu Set a Watch. Ja, meine Meinung zu diesem kleinen Abenteuerspiel. Wir beginnen wieder mit dem Material. Ja, Material ist ganz in Ordnung. Ich finde auch cool, dass man hier die Box sozusagen als Spielhilfe oder als Spielplan verwenden kann. Ja, das spart Platz, ist eine sehr coole Idee eigentlich. Ja. Das ist richtig cool in dem Spiel. Ihr bekommt schöne Würfel, eingravierte Würfel, Holzteile und so weiter. Also ja, kein Leinenfinish auf den Karten, aber die haben trotzdem eine sehr gute Qualität. Mit Material bin ich so eigentlich ganz zufrieden. Dann als Spieleranzahl. Ja, ich habe es zu zweit gespielt und habe es solo gespielt. Und ich glaube, ich möchte das Spiel auch nicht mit mehr als zwei Spielern spielen, weil das macht für mich keinen Sinn. Die Charaktere sind so auch einfach zu steuern. Ja, und ob du da jetzt zu dritt oder zu zweit dann sitzt, ja, das macht für mich jetzt so den Erlebnisfaktor. Speziell für dieses kleine Spiel muss es nicht unbedingt sein. Ja, kann man natürlich machen, jeder einen Charakter, aber dafür gibt mir das Spiel, sage ich mir, doch zu wenig Strategie, dass ich mir denke, da müssen sich jetzt drei oder vier Spieler auf den Tisch sitzen, und jeder hat dann einen Charakter. Also nein, ich würde sagen, so alleine oder zu zweit, da ist es für mich am besten zu spielen. Ja, dann die Spieldauer. Ja, die ist auch recht angenehm. Wir haben angegeben 60 Minuten, das kommt ganz gut hin. Ja, auch wieder circa zwischen 45 und 60 Minuten spielt ihr da an einem Abenteuer. Ihr spielt ja da auch so One-Shot-Szenarien immer wieder. Ihr könnt nur die Helden tauschen, die Helden synergieren dann untereinander. Und je nachdem, ja, wie das Spiel verläuft, habt ihr dann eine unterschiedliche Spieldauer. Na klar, aber so eine Stunde vielleicht maximal, ja, maximal 1,5 Stunden spielt ihr an so einer Mission. Abenteuer. Ja. Dann, ja, nächster Punkt, die Thematik. Ja, ich finde die Thematik des Spiels, wir haben hier Fantasy-Setting, ich finde die ist schon sehr gelungen, weil man hat hier ein Lagerfeuer, auf das man aufpassen muss. Ich finde es recht abstrakt, dass also jeder muss zweimal auf das Lagerfeuer aufpassen. Das ist so eine Mechanik, wo ich mir denke, okay, das ist irgendwie so eine künstliche Strategie, die man hier eingebaut hat. Ja, der hat schon zweimal auf das Lagerfeuer aufgepasst, jetzt musst du jemand anderen nehmen. Ah, das hat mir nicht so gut gefallen. Ich verstehe es irgendwie vom Strategiefaktor her, dass man es nicht so leicht hat und immer den gleichen Charakter reinschickt. Ja. Aber trotzdem finde ich die Mechanik ein bisschen komisch. Aber ansonsten ist es thematisch schon sehr gelungen, weil diese Fantasy-Charaktere, ja, Krieger, Magier, Schurke und so weiter, die kommen durch ihre Fähigkeiten schon ganz gut rüber. Das macht schon Spaß. Auch diese Fähigkeiten zu entdecken und die Kombinationen daraus. Also thematisch, ich finde es nicht hochthematisch, aber doch sehr gelungen. Also wenn ihr hier ein kleines Abenteuer spielen wollt, in dem ihr die Helden kurzfristig ein bisschen leveln könnt, steigern könnt, die Skills austauschen könnt, dann ist das thematisch schon ein sehr kleines, ganz in Ordnung Spiel. Ja, Preis-Leistung. Kostet zwischen 30 und 35 Euro das Game. Ja, also ich muss sagen, vom Inhalt her für dieses kleine Spiel ist das eher schon so ein Preis, der eigentlich schon Durchschnitt ist. Ja, so ein Spiel mit so viel Inhalt bekommst du meistens nicht unter 25 Euro. Ja. Ihr habt einiges an Karten darin, schönes Spielmaterial, gravierte Würfel, Holzteile und so weiter. Und gepaart mit einem Spiel, das eigentlich ganz gut ist, finde ich den Preis schon okay. Ja. Dann zusammengefasst. Ja, Set a Watch hat mich nicht so abgeholt, muss ich erstmal sagen. Ich fand die erste Partie ganz interessant zum Kennenlernen. Ja, du lernst erstmal, wie funktioniert das Spiel. Dann siehst du, dass die Charaktere wirklich ganz coole Fähigkeiten haben. Aber im Prinzip. Also du musst schon sehr viel überlegen. Ja. Also wir haben es zu zweit gespielt und dann diskutiert man schon, wer greift wen an, wer geht ins Lager, welche Skills holen wir uns. Aber im Großen und Ganzen muss man sich da schon bewusst sein, man bekommt hier wirklich keine absolute Strategiebombe, weil die Mechaniken des Spiels ziemlich einfach sind. Ja.
Der Magier zum Beispiel hat eine Fähigkeit, wo er zwei Kreaturen, benachbarte Kreaturen, einfach abwirft und dann eine neue ziehen lässt. Ja, also alle Fähigkeiten, die ihr besitzt, die beziehen sich meistens, also zu 80% in diesem Spiel, Gegner irgendwelchen Schaden zuzufügen oder Karten abwerfen zu lassen. Ja, mehr macht ihr da nicht. Oder ja, andere Helden zu heilen. Ja, das geht natürlich auch. Auch der Einsatzmechanismus mit den Würfeln, den finde ich auch schön. Ich mag Dice Placement. Ihr müsst überlegen, wem schicke ich dann ins Lager? Meistens den mit den niedrigsten Würfeln. Ja, wenn der noch eine 6 dazu hat, das ist auch gut. Aber so in der Art funktioniert dann das Spiel. Die Charaktere, die Skills der Charaktere sind schon sehr interessant, unterschiedlich. Die agieren natürlich unterschiedlich mit den Gegnern, aber das Grundkonzept des Spiels ist mir dann doch ein bisschen zu wenig und zu simpel, vor allem was dann die Gegner anbelangt. Ja, das heißt, entweder entfernt ihr Gegner durch eure Skills oder ihr fügt den Gegnern Schaden zu, indem ihr ganz banal die Würfel darauf platziert, die Zahl erreicht und den Gegner abwerft. Was schön gemacht ist, die Gegner haben schon unterschiedliche Fähigkeiten. Man kennt ja eigentlich alles von anderen Spielen auch schon. Ja. Der holt den aus dem Friedhof, ja, der zieht die unterste Karte oder die oberste Karte vom Friedhof, der macht einen Platztausch mit dem. Das kennen wir alles, zum Beispiel auch von Xenoshift Onslaught, ja, da haben die Kreaturen auch solche verrückten Fähigkeiten. Das ist schon ganz nett gemacht, das gehört dazu. Und trotzdem ist es zu wenig, weil das Problem war, nach der ersten Partie hatte ich schon fast keine Lust mehr, das Spiel nochmal zu spielen. Haben wir dann eine zweite Partie gemacht. Und ja, also ich muss dann sagen, es ist zu zweit genau das gleiche, als würdest du es solo spielen. Ich finde, das Spiel hat im Prinzip eigentlich keine Schwächen. Das Spiel richtet sich eher so an, ja, ich sage mal, ja, unterstes Kennerniveau oder leicht zugängliches Reisespiel. Ja, das könnt ihr überall hin mitnehmen, ist schnell gelernt, ist schnell aufgebaut und schnell gespielt. Ja, aber für ein abendfüllendes Abenteuer oder Quest, na, da ist es eher so nicht geeignet. Und vor allem, ich finde, und das ist der Hauptkritikpunkt, dieses Spiel zu repetitiv. Sprich, spielst du die zweite Partie und dann kommen wieder die Gegner ins Spiel und die machen dann wieder immer das Gleiche. Ja? Und wie bringst du sie weg? Wieder mit dem Magier seinem Skill, ja, entferne zwei Karten, dann wird ein zufälliger gezogen. Oder ja, kill die ersten drei Karten und so weiter. Du überlegst dir schon, wer macht was, aber im Prinzip ist das ganze System einfach zu wenig für mich. Ja? Und da müsst ihr euch dann schon bewusst werden, dass wenn ihr euch das Spiel kauft, und ihr sucht etwas, das schnell gelernt ist, schnell gespielt ist, einfach verständlich, das wirklich einen einfachen Zugang hat. Wenn ihr sagt, okay, ich habe hier wenig Spieler, will jemand ein bisschen mit so Abenteuerspielen anfixen, dann wäre vielleicht dieses Spiel generell ein guter Anfang dafür, finde ich. Aber man hat sich schnell satt gesehen an den ganzen Gegnern, die hier auftauchen, ja, und den ganzen Fähigkeiten der Helden und so weiter. Und von daher wird es wahrscheinlich mein Regal verlassen. Das Spiel ist auch schon jetzt versprochen und getauscht. Ich habe es mit Stefan gespielt, der findet das Spiel richtig gut, ist auch ein alter Rollenspieler, der sagt auch, ja, so eine kleine Quest zwischendurch zu spielen, das macht ihm schon Spaß. Ihm gefällt auch das Spielsystem. Ja, ganz cool, aber sagt auch, das ist natürlich ein Spiel, das schnell ein bisschen repetitiv wird und sich dann schnell gleich anfühlt immer. Ja, ich habe genug andere Spiele, also brauche ich es nicht. Ich kann euch Set a Watch im Prinzip, wenn ihr die Punkte jetzt da gehört habt, ja eigentlich schon empfehlen, aber wie gesagt, auf Dauer wird es euch nicht bei der Stange halten. Aber ansonsten, das Spiel hat spielsystematisch keine Schwächen. Ja, überhaupt nicht, das funktioniert, hat eine Partie schon richtig Spaß gemacht. Und ja, wenn die Kritikpunkte, die ich euch gesagt habe, euch egal sind und ihr sucht einfach so ein Spiel, ja, dass du auch, ich finde, sogar als Absacker spielen kannst am Abend so eine Runde Abenteuerspiel eine Stunde lang, da würde ich, also ich würde es definitiv wieder mitspielen. So ist es nicht, ja, ich würde es selber nicht auf den Tisch bringen,
Aber wenn es heißt, ja, okay, spielen wir jetzt noch eine Stunde Set a Watch, wäre ich vielleicht nicht abgeneigt, da nochmal mitzuspielen. Aber ich würde es selber nicht vorschlagen, ja, so nicht. Ja, das war's zu Set a Watch. Ist irgendwie doch ein bisschen ein schwieriges Fazit gewesen für mich, weil das echt wieder so ein Spiel ist, das eigentlich sehr gut funktioniert, aber ja, klassisch wie jetzt die letzten Rezensionen auch oft, die nicht so gut abgeschnitten haben. Bei mir wird irgendwie schnell langweilig. Ja, das ist im Prinzip das, mit dem man das Ganze kurz zusammenfassen kann. Es wird schnell oder mir wird es zu schnell langweilig. Ja, mein Fazit zu Set the Watch. Ich hoffe, ihr könnt damit etwas anfangen, bevor ihr das Spiel kauft. Schaut euch auch die Spielerklärung nochmal an, um euch die Kaufentscheidung noch einmal erleichtern zu können. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Lasst mir einen Daumen hoch da oder ein Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Oder schaut mal auf Patreon vorbei. Bis zum nächsten Mal. Euer Austrian Board Gamer. Ciao.